Uno. Pass. Tres. Los. Moin Moin Tag, Servus und Grüezi, meine lieben Nemos, und willkommen zu 7 Days to Die, Los Bros, mit dieser andere Gamer. Hallöchen. Und mit Endtime Dog. Hi. Ja, wie ihr sehen könnt, ein Trio hat sich zusammengefunden in der Postapokalypse. Wir haben es uns schon mal gut gehen lassen. Assassin mit dem Bogen hier. Französischer Assassin hier mit dem Hut. Ich würde so gern einen Pfeil in den Kopf schießen. Ja, ja, jetzt seht ihr mal, wie er ist. Ne? Hast du schon auf Aufnahme? Ja, 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 ja. Ach, Mist. Nee. Genau. Ja, wir haben es hier recht pompös mit einem Häuschen und ein bisschen Wasser am Häuschen, seht ihr, ne? Wir haben jetzt den Einstieg ein bisschen erspart, weil das ist immer das ein und selbe. Ja, crafter dies, crafter das. Ach ja, du hast oben schon geplündert, stimmt. Und du hast nur an dich gedacht, du Franzose, du. Ich war halt schneller. Ja, alles gut. So, Lieben, was haben wir vor? Da drüben Richtung Westen habe ich eine Stadt entdeckt. Westen, Westen, da in die Richtung, eine größere. Ich glaube, das Westen war. Ja, da könnten wir vielleicht mal hingucken, ein bisschen looten. Allerdings haben wir die Schwierigkeit von den Zombies auch ein bisschen erhöht. Ne? Wir spielen nicht auf den normalen Schwierigkeitsgrad, sondern schon ein bisschen erhöht. Das heißt, Krieger! Es wird ein Stückchen härter. Also, wenn wir aufbrechen, sollten wir erstmal unnötigen Stuff hier lassen. Ja, sehe ich auch so. Nur Essen, Trinken und Waffen. Genau. Oben in den Kisten ist noch Essen, insofern ihr euch noch nicht bedient habt. Ich habe ein bisschen da, was ich gefunden habe, reingepackt. Ja, ein bisschen was habe ich noch dabei. Unterwegs finden wir eh was. Ich habe Verbände für uns alle gemacht. Oh, das ist nice. Und ich wollte nochmal Wasser aufsetzen. Upsi. So, mal gucken. In der untersten Kiste, da sind noch einige Dosen. Achso, Wasser muss ich auch nochmal ansetzen, weil hier ist noch achtmal ja, Dingsbums. Dann hauch rein, ohne noch neuen Holz. Da könnte ich vielleicht auch nochmal. Ach, da rein. Dann warte. So, ja. Rezept. Verbände. Habt ihr alle Verbände? Ich habe jetzt noch. Ich habe echt eine Menge Verbände. Definiere eine Menge? 43. Das ist echt eine Menge. Also, ich kann euch. Ich kann mal aufteilen, halt mal. Erstmal jeder ein Stack. Danke. Noch ein. Das brauche ich nicht. Das. Und hier kriegt jeder noch einen halben. So. Ich habe mal einen vollen Stack dabei. Einen lasse ich hier in der Kiste vorsichtshalber. Steroide sind nicht warum habe ich die Steine aufgesplittet? Endtime, hinter dir sind auch noch Verbände. Und Nobody, einen, den ganz oben, den kannst du noch nehmen. Ach, hier sind auch noch Sachen drin, Alter. Ja, ja. Hey. Ganz oben, das waren Stofffetzen, oder? Ah, nee. Nee, okay. Ihr habt nichts gesagt. Ihr habt nichts gesagt. Hier, Endtime hinter dir. Weißt du was? Ich lasse mir auch mal gut gehen. Ich esse mal auch etwas. Die Sortierung müssen wir auch noch mal üben, ne, Leute? Das geht so nicht. Findet man nichts wieder. Beziehungsweise lagern wir alles doppelt. Ja. Oh, das ist gut sortiert. Klebeband. Oh, das werden wir bald brauchen, hoffentlich. Wie schaut's mit Wässerchen aus? Ich muss es einfach hier rein, weil ich weiß nicht, wohin damit. Das müssen wir später sortieren. Gut. Naja, das ist jetzt erstmal. Deine nehme ich mit. Ich mach's in die Tasche jetzt, in die leere Tasche. Das, was ich nicht brauche. Blap, blap, blap. So. So, Fackelchen. Ja, wir müssen uns beeilen. Wir haben schon 17 Uhr. Oh, oh. Genau. Und ihr wisst, was das bedeutet. Die sprinten, die Kleinen.
Oh, das ist auch nicht gut, wenn wir jetzt 17 Uhr losgehen und mitten in die Nacht starten. Ach, wer nicht wagt, der Bisschen nicht Spaß muss gewinnt. sein. Genau. Oh, ja, gut. Ich meine, ich habe die Pistole. Ja, du gehst auch vor. Okay, wann ich Munition. Obwohl, ich habe schon einiges an Munition tatsächlich gesammelt. Über 100 Munition für die Pistole. Boah, krass. Keine Ahnung, wo ich die her habe. Ja, der Cheater. Und du hast einen Bohrer, ne? Ja, den, Alter, Leute, ich habe einen Bohrer gefunden vor der Aufnahme noch. Oh, Da hat noch gespawnt, losgelaufen, das erste Auto, was ich gelootet habe, ich hab war ein Bohrer drin. Iron. Wo habe ich den? Hier habe ich den. Wir können den Iron, also den großen Stein hier erstmal drauf lassen, dann findet man das wieder. Auf dem Boden. Geh eher auf den Boden. Ich habe kein Benzin drin, also. Ich Das hat wollte ein sich. bisschen mehr. Benzin wäre oben drin gewesen, ne? Ja, ich weiß. Ich wollte, ja. Ein bisschen Benzin, das macht jetzt auch nicht. Ich wollte nur demonstrieren. Genau. Das hat sich angehört, als ob du Chili gegessen hättest. Ja, warte, hier ist ein Loch, da setze ich mich rein. Du weißt schon, wir haben Schaden an. Du hättest jetzt fast mit der Pick auf den Kopf gekriegt. No risk, no fun. Oh, Mist, der hat mich getroffen. Zum Glück hat hier einer Verbände gemacht. Gelassen. Verbände, warte mal, was macht die Gesundheit? Oh, Verbände macht die maximale Gesundheit? Oh ja. Und normal, nee, keine gesunde, normale Gesundheit. Shit, dann brauche ich Essen. Bon Appetit. Gut, Richtung Westen, hast du gesagt. Hallo. Hinter die Berge. Okay, meiner ist schon hier voll aus der Puste. Ich glaube, da hinten Richtung Südwesten müssten wir gehen. Entweder zum Händler, der ist auf der Karte markiert, der ist Richtung Südosten und Richtung Westen ist da rechts. Ne, Nordwesten ist eine große Stadt. Nordwesten? Lol. Westen, West-Nordwest, so ein bisschen. Level up. Nice. Ja, ich sehe die Stadt, ich sehe die Stadt. Mal gucken, was wir so Schönes finden. Oh, hier müssen wir aufpassen. Alles, was umzäunt ist, das kann böse werden, besonders wenn es dunkel ist. Ja, vielleicht sollten wir das erste Haus direkt machen und falls es dunkel wird, uns da drin verschanzen. Metalworks, das ist zu unsicher. Hier das davor direkt, wo wir direkt daneben stehen hier. Das Drin. Met ja, das. Ne, das ist, gehört nicht dazu, oder? Nee, aber das ist trotzdem. Guck mal, die Tür steht auf, da kann auch nichts drin sein. Okay, geh gucken. Und gleich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich würde das Ding hier kaputt haben, wenn man darüber läuft, macht das Geräusche und lockt die Zombies an. Okay, oh, ja, hier. Oh, der ist nicht so. Oh. Die Stripperin mag dich. Ah. Oh, ich glaube, ich habe jemand anders gehauen. Ey, muss man Ja. echt aufpassen. Meine Wenigkeit. Geht's? Bist du am Verbluten? Bis gut. Ich höre schon wieder was. Ah, ich sehe was. So. Versteckten Rucksack mit Schrott drin. Geil. Ach, den Zombie siehst du. Du hast das zerkloppt, aber hast das Versteck dahinter nicht geleert. Ich hab's nicht gesehen. Achso. Das Gebäude, das kenne ich sogar schon. Ja, hier oben wartet Party Hard, ne? Ja. Das. Da liegt Party Hard in dem Raum. Oh, da ist Barty Hart hier unten.
Ich schlepp uns noch ein paar mehr Freunde an. Wo kommt der denn her? Okay, du hast die Wumme. Klär das. Oh, wie ist er da durchgekommen? Frage ich mich gerade auch. Sehr gut. Könnt auch mal was machen für euer Geld. Da. Mach du mal was für deins. Hab ich. Irgendwo klopft's hier noch. Was war das? Was? Ich versuche den Safe zu knacken. Drückt mir die Däumchen. Okay. Come on, nochmal. Ich glaube, ich habe 5 Versuche. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Oh fuck, hier sind Brenner. Mach ihn mal weg, bitte. So, was haben wir hier drin? Wow, ein Jagdmesser. Noch so ein Brenner. Ein Jagdmesser. Lass ihn nicht wieder aufstehen. Da kommt noch einer raus. Wo? Wo seid ihr? Irgendwo. Seid ihr wieder nach oben? Ich bin die ganze Zeit oben. Seid ihr wieder runter? Nee, ich bin da stehen geblieben. Oh, jetzt habe ich auch eine Metallspitzhacke. Seid ihr also ein zweiter hoch? Ja, okay, ich sehe es. Ah, ich weiß, was das hier ist. Oh, fuck. Ich habe das Allerwichtigste gefunden, das Vogelnest. Perfekt. Ich habe auch ein Vogelnest gefunden. Geil. Und Medizin. Auch geil. Ja, das war es, glaube ich, schon an interessanten Loot hier. Irgendwo habe ich hier einen Zombie runterbefördert. Ich glaube, hier. Der ist auch runtergefallen. Ach, das ist noch eine Tasche. Wo? Achso. Dieser andere Loot. Oh, hier ist ein Military. Fuck. Ja, Vorsicht. Schon angeschossen. Ja, die sind sehr böse. Ja, wo denn? Ah. Der ist aggro auf dich. Oh, ja. Ah. Ich hab's zerlegt. Hä? Warum kann ich ihn nicht abschießen? Ich hab den nicht getroffen. Endtime, aua, für uns aua, stehst aua. Du da. Aber jetzt nicht mehr. Nee. Für einen Augenblick hast du da gestanden, ohne Scheiß. Ja. Ich hab den auch nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass der da oben war. Ich höre noch einen. Jetzt wird's auch dunkel draußen langsam. Mhm. Endtime, sollen wir deinen Stuff holen und dann zurück zur Base? Ich komme euch gerne entgegen. Okay. Weil sehr bald wird hier das wilde Wutz los sein. Ach, hier unten ist schon ein Anzugträger. Es ist schon los, das wilde Wutz. Warum hänge ich hier? Gründen. Wo ist er denn jetzt hin? Okay, der geht jetzt hoch. Auch gut. Do it. Ich also komm. Ein paar Quests bekommen, die kann ich dann später mit euch teilen noch. Müsst mich bloß dran erinnern. Ja. Okay. Bist du auf dem Weg zu uns? Endtime. Ja. Okay. Ja. Sind ja bloß 300 Meter. Wo denn? Ach da. Diese andere, oh, willst du das hier haben? Gotische Hose. Oh ja, nehme ich. Oh. Also jetzt runtergeplumpst. Ja, hat sich hier durchgebackert. So, wie war das, das? Hat einer schon einen Schraubenschlüssel? Nope. Okay, schade. So, okay. Gucken wir mal kurz ins Inventar, was wir gefunden haben. Gewehr. 2 Beine habe ich gefunden. Okay.
Dein Gewehr hat zwei Beine, so. Das kann ich nicht zerlegen. Hm. Hier, Nobody schenke ich dir. Pest? Oh. Oh, merci beaucoup, Monsieur. Und das dazu. Oh, nochmal merci. Der sieht richtig gelungen aus, der Holzbogen. So, and time. Sobald du da bist, müssen wir die Beine in die Hand nehmen. Beine in die Hände nehmen. Genau. Dann können wir auch nicht mehr laufen. Wir rollen. So, okay. So wurden die Rolling Stones erfunden. Du hast gelbe Füße, diese andere. Ja? Ja, das sieht nicht sehr gesund aus. Nein. Da ist er. Genau, von hier kannst du auf deinen Rucksack zugreifen, wenn du hier stehst. Hm. Meint ihr, wir schaffen es zurück? Ja, definitiv. Gut. Ja, stimmt. Müssen wir. Ich habe einen großen Hammer gefunden. Metallhammer. Geil. Also, wenn wir mal eine Schrotze finden, ich habe schon mal 30 Schuss. Was? Fast Bein gebrochen. Ohne fast. Ist eine Werkbank. Okay. Intakt? Ja. Cool. Wir wollten zurücklaufen. Gut. Home sweet home. Gut zu wissen schon mal. Mhm. Scheiße, ich kann echt nicht schnell laufen, weil ich keinen Platz mehr habe. Zu viel gelootet, ne? Ja. Gierschlund. Ey. Ja, Kopf hoch. In circa 20 Sekunden ist Nacht. Oh, okay. Ich renne. Attacke. wir täten gut, vielleicht sogar hier zu bleiben. Glaubt's mir. Wir haben da eben das eine Häusle gesehen. Wo war's? Ja, da, wo die Werkbank ist. Wenn wir da aufs Dach gehen, haben wir relativ sicher. Wir können auch genauso gut in dem Haus bleiben, das wir gerade leer geräumt haben. Kannst du auch machen. Kannst du auch. Wollen wir dann auf ein Gebäude drauf, wo noch Zombies drin sind? Weil es meistens hier ruhiger ist. Aber kannst du machen, wie du... Boah, Alter. Ich sehe nichts. Jetzt haben wir das Problem. Jetzt stehen drei hier. Ich brauche einen freien Slot, dass ich die Dings setzen kann. Gar nichts, Alter. Wir müssen nur dran denken, nachher den letzten Frame wegzuholen. Oder die Frames. Ja, das ist eine gute Idee mit der Fackel. Aber das lockt auch die Zombies an. Ist vielleicht doch gar nicht so eine gute Idee. Ich glaube, hier drin war eine fette Kiste, wenn ich mich nicht irre. Oder war es da drüben? Soll auch noch da drüben gewesen sein. Wir sollten auf das andere Dach gehen? Ja, ich glaube, es war doch auf dem anderen großen Turm. Nein! Ich bin runtergefallen und ich sehe nichts. Nee, echt? Siehst du jetzt mehr? Nein, ich sehe nicht mehr. Scheiße. Oh Gott. Ja, hinter dir ist schon einer gekommen. Du hast gerade sowas im Glück gehabt, Junge. Alter. Ich bin genau durch die Lücke hier gefallen. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Aufnahme überhaupt sieht. Ja, so stockduster. Machen wir eine Fackel in die Hand. Lass mal alle anlocken. Und die machen dann das Gebäude von allen Seiten kaputt. Ja. Und dann stürzt es zusammen. Und wir sterben elend. Ende. Ende. Noch vor dem ersten Blutmond. Richtig jämmerlich. Genau. Na gut, ich würde sagen, bitte. Mir. Ja, bitte? Ich hab's ja schon hinter mir. Ach so. Das stimmt. Du,
irritierst mich mit deinem Franzosenhut. Sorry. Ich guck halt nicht hin. Okay. Ist das eine Taschenlampe? Ich habe eine Taschenlampe. Ja. Nur nicht runterschmeißen, die ist, glaube ich, jetzt runtergekullert. ich habe keine Ganz Ahnung. Runter. Kann gut sein. Hier ist sie. Hier. Heb sie nochmal auf. Weil eine. Wird fleißig geklopft. Genau. So. Da. Merci. So. Weil. Batterien? Ich glaube nicht. Ne? Nein. Das ist die beste Methode, um sich Zombies vom Hals zu schaffen. Echt? Warum kann, geht die nicht? Hallo? Keine Ahnung. Soll die irgendwie anmachen? Nee. Taschenlampe normalerweise F. F? Oh ja. An. Nö. Bei mir geht's. Bei mir geht's nicht. Doch. Die, also du machst sie bei mir an und aus. Ich sehe es, wie du an und aus machst. Okay. Dann haben wir gerade ein Problem. Wieso? Ich habe Licht und ich kann leuchten. Na gut, ich nicht. Ist aber nicht so schlimm. Ich würde sagen, wollen wir hier Cut setzen? Beziehungsweise genau. Ende der Folge, weil es Nacht. Sehr gerne. Na gut, dann bedanke ich mich schon mal bei euch beiden. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf weitere Folgen. Wir danken dir. Egal. Ja, auch hier immer. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Für überhaupt. Für die Schläge mit der Spitzhacke in den Nacken. Natürlich für deine Anwesenheit, mein Zuckerbärchen. Ah, endlich sagst du es vor laufender Kamera. Danke. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr Ideen, Tipps oder Vorschläge habt, nur her damit. Freuen wir uns gerne immer. Ne? Und ansonsten würde ich sagen, bis zu einer nächsten Folge. Genau. Los Bros sagen Ciao. Ciao. Los Bros. Los Bros.